Traurige News aus Hollywood. Schauspielerin Kirstie Alley ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Das gaben ihre Kinder Lily Price und William True sowie Kirsties Ex-Mann Parker Stevenson mit einem gemeinsamen Statement bei Twitter bekannt. Wie in dem Beitrag zu lesen ist, starb die Schauspielikone an Krebs. Die Krankheit wurde erst kürzlich erkannt. Sie war von ihrer engsten Familie umgeben und kämpfte mit großer Kraft. Sie hinterlässt uns die Gewissheit ihrer unendlichen Lebensfreude und der Abenteuer, die vor ihr liegen. So ikonisch wie sie auf der Leinwand war, war sie eine noch fantastischere Mutter und Großmutter, heißt es unter anderem in dem Twitter-Statement. Kirstie Alley hat eine beeindruckende Karriere hinter sich. Weltweit berühmt wurde sie durch die Serie Cheers. Für ihre Rolle als Rebecca gewann sie sogar einen Emmy und einen Golden Globe. Es folgten weitere große Rollen in weltbekannten Kinohits und Serien wie Star Trek 2, Fackeln im Sturm und Guck mal, wer da spricht. Bei letzterem spielte sie an der Seite von John Travolta. Auch ihn trifft der Tod seiner Schauspielkollegin sehr und er gedenkt ihr mit einem rührenden Post bei Instagram. Ich liebe dich, Kirstie. Ich weiß, wir werden uns eines Tages wiedersehen, so John Travolta.